dumm. Friends, wir schlendern hier durch Duty Free und auf einmal macht's so. Okay, Leute. Kein Strom am Flughafen. Ja. Dann gab es auf einmal Stromausfall, habe ich so auch noch nie erlebt. Aber allgemein läuft ja, glaube ich, auch so einige Schiebe erstmal angefangen damit, dass es wieder Streik in Deutschland gibt. Dann ist es ja ultra, ultra warm, als hätte eine Heizung auf volle Pulle gedreht. Und dann jetzt nochmal einmal Stromausfall. Und zwar nicht eben eine Sekunde kurz aus und an, sondern schon ein bisschen länger. So, wir schauen uns hier nochmal um. Of course machen wir noch eine Shoppingtour durch Mango. Wir suchen auch nach Accessoires und Sachen in diesen geilen Rotton. Bordeaux-Rot, das ist zu rot, aber irgendwie aktuell nichts zu finden. Ich hätte auch ganz gerne Schuhe, Tasche und mal eine Cap in dieser Farbe. Aber nichts zu finden. Na, mal schauen, vielleicht hier jetzt. Let's see, let's see. So Friends, das letzte Mal habe ich von Mango berichtet, wir haben nichts gefunden. Ich würde mal sagen, Gott sei Dank, ihr habt gesehen, auf meinem Koffer steht Aufkleber Heavy. Trotz zwei Koffer immer noch overweight. Und ich freue mich auch, dass es nach Hause geht. Für mich ist das immer ein gutes Zeichen. Weil ich finde, wenn man sich auf zu Hause nicht freut, dann sollte man vielleicht etwas ändern. Meiner Meinung nach. Wie seht ihr das denn? Ich möchte gleich mich mal kurz hinsetzen und mir ein paar Gedanken machen zum Thema Vor- und Nachteile alleine zu reisen. Bin auch gespannt natürlich diesbezüglich auf eure Meinung, ob ihr denn auch schon alleine verreist seid und wie es euch dabei gegangen ist. Da können wir uns nochmal kurz sprechen. Mein Plan ist, von Palma nach Düsseldorf zu fliegen mit Sandra und dann bleibe ich nochmal ein, zwei Nächte in NRW und dann geht es für mich wieder nach Hause, nach Niedersachsen und habe dann ein, zwei Tage, um mich ein bisschen einzugewöhnen und dann geht's an die richtige Arbeit. Ich freue mich. Es geht pünktlich los. Juhu. So Friends, wir sind sicher gelandet, alles pünktlich, alles fein. Willkommen in Düsseldorf, willkommen in Deutschland. Gar nicht so kalt wie erwartet. Heute seht ihr ausnahmsweise ganz viel von meiner Visage, aber es ist einfach keine Natur da, keine schöne Wüste. Mallorca Vlogs sind jetzt zu Ende. Es war eine wunderschöne Zeit, die ich dann noch separat auf jeden Fall resümieren möchte. Hauptsache, wir sind erstmal gut angekommen, denn heute wurde es gestreikt. Wir waren recht entspannt, muss ich euch ehrlich sagen. Man muss sich ja auch nicht vorher tausend Gedanken machen. Es wäre vielleicht auch anders, wenn ich jetzt zum Beispiel in Costa Rica wäre und hätte noch zwei Flüge in Anschluss gehabt, aber von Mallorca aus. Mit dem Streik. Das hat schon sehr gut geklappt. Was wir auch beobachtet haben, die letzten eineinhalb Tage, dass kaum Flieger nach Mallorca, in Mallorca gelandet sind. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendein Winterprogramm gibt, weil nicht alle Flüge, nicht alle Gäste kommen ja aus Deutschland. Es war aber schon sehr seltsam, weil die Flieger gingen sozusagen nur ab Mallorca
Und es gab ganz wenig, wenn überhaupt, Flieger, die auf Mallorca gelandet sind in den letzten 1,5 Tagen. Auf jeden Fall alles sehr entspannt, sehr easy, auch mit Gepäck und so weiter und so fort. Mega geklappt. Ich danke euch auf jeden Fall an dieser Stelle auch fürs Zuschauen, für eure Zeit, auch für den Feedback. Meine Vlogs sind sehr, sehr, sehr einfach, aber das hat einen bestimmten Grund. Denn erstens, wenn es schöner gemacht wird mit Musik, mit schönen Übergängen, ist es für mich nicht zu schaffen, im Alltag es so zu schneiden. Und das demotiviert mich und nachher sind die Videos auf meinem Handy und ich mache damit einfach nichts. Somit freue ich mich, wenn ich höre, dass ihr auch Vlogs schaut und in die Videos euch auch gute Laune und gute Vibes verschaffen. Das erfreut mein Herz auf jeden Fall. Zu guter Letzt möchte ich nochmal eine kleine Empfehlung aussprechen. Wähle Mallorca, nicht Male. Ich persönlich habe mich mit 70 erst auf Mallorca gesehen. Ich habe den Phänomen Mallorca nicht verstanden. Ich habe wirklich nicht kapiert, warum die Leute dahin fahren, dahin fliegen. Und ich dachte, okay, für mich sind erstmal Fernreisen angesagt. Und Mallorca kann man immer noch mit 70 machen, später, wenn man halt nicht so weit fliegen möchte oder nicht mehr kann, was ich nicht hoffe. Und auf diese ganze Ballermann-Geschichte hatte ich nicht so wirklich Lust. Aber zum Glück habe ich auch jemanden kennengelernt. Da ist jemand in mein Leben eingetreten, der mir Mallorca gezeigt hat, mich damit infiziert hat. Und darüber bin ich sehr dankbar, weil das war schon so Liebe auf den ersten Blick. Und die Rundreise hat die Liebe nochmal so rund gemacht. Und ich fühle mich richtig gut. Und mit dem Satz Wähle Mallorca, nicht Male, möchte ich natürlich sagen, dass Mallorca auch so, so, so viele wunderschöne Ecken hat. Die Natur ist wunderbar und Mallorca hat auch so einen großen Angebot. Also da findet jeder was für sich, ob das jetzt Familien mit Kindern sind, alleine Reisende, Männer, Frauen, was für sehr sportliche Menschen, für Sportanfänger, für Leute, die einfach nur am Strand liegen möchten, aber auch mal irgendwelche Citytrips. Kein Deutsch mehr. Strand, mein Gott. Stadttrips machen wollen. Wirklich, das Angebot ist so riesig. Und jetzt möchte ich das sagen, weil was alle YouTuber hier sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst mal einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video.